So, liebe Gartenfreunde, ein Video muss ich doch noch nachreichen. Meine Topfkulturen. Es ist noch etwas zu früh, sie herauszuräumen, rauszustellen in die Sonne. Die Sonne ist einfach noch nicht richtig da. Sie hat sich heute bei diesem etwas milchigen Himmel, den wir heute haben, ein milchig trüber Himmel. Die Lichtschatteneffekte sind kaum zu sehen. Der Schatten verschwimmt geradezu in den Anteilen, wo die Sonne dann hinscheint. Und die Temperaturen sind auch noch nicht so, dass ich die Töpfe rausstellen könnte. Deswegen sind sie jetzt noch im Keller. Also bevor ich sie herausräume, das wird vielleicht in einer Stunde, in anderthalb Stunden ungefähr wird das soweit sein, dass ich sie heraustragen kann und in die Sonne stellen kann. Ich möchte sie ja auch damit gleichzeitig akklimatisieren. Ich möchte, dass sie sich an die raue Wirklichkeit draußen gewöhnen und dass sie hier nicht drin zu wüchsig werden, aber bei zu wenig Licht. Und dann sind sie mir nicht widerstandsfähig genug, wenn ich sie dann endlich rauspflanze im Mai. So will ich sie Tag für Tag immer daran gewöhnen, dass sie eigentlich draußen stehen. Aber jetzt ist es noch etwas zu kalt. Wir sind noch weit unter 10 Grad und da stelle ich sie noch nicht heraus. Ich möchte Ihnen noch mal kurz zeigen, die Fortschritte, die Wachstumsfortschritte. Als erstes möchte ich Ihnen zeigen, ich will mal schauen, dass die Kamera es scharf stellt. Ja, hier rechts sind meine Callas, San Tedeschia elliottiana. Das sind diese straff aufrecht wachsenden, ungefähr 50 cm hoch wachsenden, der Blütenstiel 60 bis 70 cm hoch. Gerade senkrecht aufrecht wachsende Kala mit grünen Blättern, weiß gesprenkelt. Die Blätter sind weiß gesprenkelt. Stehen fast senkrecht, biegen sich also kaum zur Seite. Wächst nicht so gedrungen und so weit ausladend, wie man die klassische Zimmerkala mit den weißen Blütenhüllblättern kennt, deren Blätter ja auch nicht gesprenkelt sind, sondern einfach nur in einem frischen, hellen Grün. Das ist San Tedeschia aethiopica. Aber diese hier, San Tedeschia elliottiana, wächst straff aufrecht, hat auch richtige Knollen, im Gegensatz zur San Tedeschia aethiopica, die keine Knollen, sondern nur verdickte Wurzeln hat. Aber diese Pflanze hier kann man durchaus, obwohl sie als Zimmerkala bezeichnet wird, kann man sie durchaus während des ganzen Sommers draußen ins Freie pflanzen, direkt ins Beet, gar nicht in Töpfen halten, sondern gleich ins Freie pflanzen. Das geht sehr gut. Und dann bleibt sie da und grün und bleibt grün bis Oktober und dann zieht sie von sich aus zurück, lässt ihre Blätter vergilben, zieht ein und dann weiß ich, jetzt kann ich sie aus dem Garten herausheben. Dann hebe ich sie mit der Grabgabel heraus und lagere sie trocken im Winter ein und jeweils auch dieses Jahr habe ich das so gemacht. Im März wird sie dann wieder eingetopft, dann wird sie vorgetrieben und dann im Mai, wenn ich sicher sein kann, dass jetzt keine Spätfröste mehr zu befürchten sind, kommt sie ins Beet. So. Das ist also die Kala mit gelben Blüten, habe ich noch nicht erwähnt oder doch, aber in diesem Video noch nicht. Gelbe Blütenhüllblätter, die sich später in ein intensives rötlich-orange umfärben. Eine wunderschöne, prächtige Pflanze. Es ist jedes Jahr eine Freude, diese Pflanze wachsen, gedeihen und blühen zu sehen. Die Kala der Sorte oder der Art San Tedeschia elliottiana. So, das nächste, was ich Ihnen zeigen möchte, sind meine Agapanthus. Die sind auch schon ganz schön weit gediehen und vorangekommen. Die hintere Pflanze, da können Sie es vielleicht sehen, da ist die Erde etwas heller. So wie ich sie rausgestellt habe, wird die hintere Pflanze auf jeden Fall einen ordentlichen Schluck Wasser bekommen. Übrigens sind das Mitbringsel. Freunde brachten sie mir mit von der Insel Madeira. Die hatten sich da Ableger davon besorgt, von Agapanthus. Und hatten sie sozusagen im Handgepäck, im Flugzeug sozusagen von Madeira hier nach Deutschland gebracht. Und als sie dann mal hier bei mir zu Besuch waren, da brachten sie mir diese Exemplare mit.
Freue ich mich sehr darüber. Was ich noch nicht weiß, ich weiß nicht, welche Blühfarbe sie haben werden. Es gibt bei Agapanthus zwei Blühfarben, die möglich sind, weiß und blau. Agapanthus, die Schmucklilie. So, das war das. Und dann möchte ich Ihnen noch gern die Fortschritte zeigen meiner Canna indica, dem indischen Blumenrohr. Eine wunderhübsche Pflanze. Freuen Sie sich auf den Sommer, liebe Zuschauer. Freuen Sie sich mit mir. Es ist eine so herrliche Pflanze. Das werden Sie später sehen und dann erklärt sich alles selbst. Diese Pflanze ist in Blatt und Blüte zweifarbig. Mehr will ich noch nicht sagen. Sie werden es erleben. Aber auch hier, das Wachstum geht voran. Ich will mal schauen, ob ich sie etwas schärfer stellen kann. Jawohl. So. Dann sieht man es. Es geht voran. Auch hier der große Topf im Hintergrund. Auch da regt sich das Leben. Es tut sich was. Und wie gesagt, liebe Zuschauer, seien Sie gespannt. Freuen Sie sich mit mir auf den Sommer, wenn diese herrliche Blume, dieses herrliche indische Blumenrohr anfängt zu wachsen, zu gedeihen, seine wunderschönen, einmalig schönen, zweifarbigen Blätter präsentiert und am Ende auch die zweifarbige Blüte. Seien Sie gespannt. Das war's.